Kowalski, ich sehe, wir verstehen uns. Alter! Oh, meine Fresse! Granate geworfen, weg hier, Männer! Da wandert man lang. Sonntagsausflug. Dann werden einem die Knochen abgerissen. Skipper, wo sind wir? Ich glaube, das ist das Lager, Männer, was wir suchen müssen. Oh. Wir haben schon einen Zaunkast. Er macht ganz schön Lärm. Da ist der Skipper. Ich sehe ihn, Kowalski. Ich habe Angst, Skipper. Ja, ruhig Blut, kleiner Mann. Oh, wir haben das Lager gefunden, Männer. Jetzt können wir sterben. Ich will nicht sterben. Ich auch nicht. Ach so, wir müssen ja noch den Konvoi finden. Ja, genau. Was macht der Kerl? Was? Nicht einmal getroffen. Oh. Oh. Er hat schwere Bewaffnung an Bord. So. Was war das? Da ist er wieder. Da. Sehr sauber, Sir. Danke, Kowalski. Danke. Oh. Ein kapitaler Fang. Dann bedienen wir uns doch gleich mal. Ja. Scheiße. Da. So. Schritte. Kommt er? Da hinten. Mist. Oh. Quattro, Quattro. Was? Scheiße. Wir bluten so. Hm. Nein. Scheiße. Wo ist dieser dämliche Konvoi, Männer? Kowalski, ich kann diese Karte nicht lesen, Sir. Warum nicht? Weil sie neu ist. Das ist ja die dämlichste Antwort, die ich je gehört habe. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind, Männer.
Die Stromleitungen sollten uns doch irgendwie führen, aber ich weiß nicht wohin. Skipper, wir haben uns verlaufen. Und wir müssen aufpassen, es soll hier Minen geben. Keine Angst, kleiner Junge. Private, meine ich. Die sind ausgeschildert. Ich glaube, hier sind wir richtig. Ich glaube, hier ist das Lager und da nichts allzu weit entfernt ist der Konvoi auf der Straße. Schieß, Skipper. Was macht er da? Schieß einfach. Sehr gut, Skipper. Danke, Kowalski. Den haben wir ordentlich weggemacht. Er lag auch ziemlich unbekümmert im Sand. Fühlte sich wie am Strand von Helgoland. Komm, den nehmen wir aus wie eine Weihnachtsgans. Ich hab Angst, Skipper. Warum jetzt schon wieder? Wir werden auch gleich erschossen. Ich ahne es. Nein. Hier wird niemand erschossen. Heute stirbt hier niemand. So, vorsichtshalber Bänkler rein. Ihr wisst, die Leute werden angelockt von Schüssen, wie die Scheißhausfliegen. So, jetzt können wir... Alter! Skipper! Was war das? Ich glaube, eine Granate, eine Mine, so. Eine Mine? Ich habe keine Schilder gesehen, verdammte Scheiße. Der Junge ist gut bestückt. Mit Loot, meine ich. Ich bin etwas nervös, Männer. Ich merk's, Sir. Da wird geschossen, Sir. Ja doch, ja doch. Ach, die SV 98. Das tut mir so im Herzen weh, Männer. Nehmen wir es auch noch mit. Na dann. Weg hier, Männer. Wir müssen den Konvoi finden. Scheiße! Wir sind in Fetzen! Wir sind in Fetzen, Sir! Ich seh's. Was für ein Scheiß! Oh nein! Starke Blutung, Sir! Ja. Los jetzt, jetzt hier. Es ist nicht mehr viel von uns übrig. Scheiße. Wir haben so schönen Loot. Es darf so nicht zu Ende gehen. Mist. Wir hatten keine Heilung mehr, groß. Wir haben doch... Bei dieser armen Seele haben wir doch Heilung rausgeschmissen. Die können wir uns wiederholen. Komplett am Arsch der Welt gespawnt, Männer. Komplett am Arsch der Welt. Es ist ein weiter Weg, Sir, bis zum Konvoi. Danke, Kowalski. Da wäre ich jetzt nie drauf gekommen. Immer gern, Sir. Ich helfe immer gern. Ich kann den Konvoi schon riechen, Männer. Ja. Kein verbuddeltes Fass. Skipper, lasst uns lieber den Konvoi suchen. Nein. Ich rieche Loot. Hier muss es doch Loot geben. Geräusche.
Mist. Ungünstige Lage, Männer. Richtig ungünstig. Was machen die? Der eine flickt sich zusammen, Sir. Dem hast du eine gegeben, Skipper. Sah nicht so aus für mich, aber offensichtlich schon. Wir sitzen in der Scheiße, Männer. Fenster everywhere. Was war das? Oh, da hinten steht ein Gesöff. Feinstes Quas, Männer, feinstes Quas. Was kann es, Sir? Keine Ahnung. Spendet Energie oder so, glaube ich. Wir verkaufen den Mist doch immer. Einer scheint tot zu sein. Hat einer geschrien. Wie am Spieß. Skipper. Behalte die Fenster im Auge. Da läuft was. Aus jetzt hier. Mir reicht's. Gut. Nichts überstürzen. Meine Worte, Skipper, meine Worte. Aber wenn er reinkommt, kriegt er den Headshot seines Lebens. Ich sehe nichts. Was ist mit Nummer 2? Ein Blindgänger? Es waren doch 2 Kartoffeln, die er nach uns geschmissen hat. So, wir gucken raus, Männer. Wir gucken raus. Weg hier. Da ist Blut. Wir kennen uns auch nicht so gut aus, so. Ja. Das ist ein taktischer Nachteil für uns. Wir können keine kurzfristigen, schnellen Entscheidungen treffen. Und das müssen wir. Zen. Die Kunst des Krieges, ihr versteht, Männer. Rico, dass du das nicht gelesen hast, war mir schon klar. Kowalski, aber du? Sir, ich war an dem Tag krank, glaube ich. Private? 10? Zen, du Idiot. So. Hoffentlich knallt uns jetzt keiner ab, Männer. Keine Lust, die Scheiße nochmal zu machen. So, bitte zügle deine Kraftausdrücke. Es sind Kinder bei uns. Ja, Sir, geil, wir haben es. Weg hier.
Raus hier. Oh, wir haben doch einen erschossen. Das kann nur einer von den zwei Typen gewesen sein. Kann mich nicht dran erinnern. Wir haben noch keinen umgelegt, oder? Skipper ist gut gelaunt. Ja. Natürlich. Wir sind die Ersten im Lager. Der ganze Loot gehört uns. Zigaretten. Rico, für dich. Kannst du dir wieder die Bude blau qualmen? Oh. Mayonnaise. Und Zucker. Oi. Wir sind voll. Ja, was haben wir für einen verfickten Rucksack? Oh, einen beschissenen Rucksack. Dann können wir uns auch aus dem Staub machen hier. Wir kriegen eh nichts mehr weggeschleppt. Aber wir haben einen Kanister Benzin und das ist doch schon was wert, oder? Absolut so. Damit können wir unser Versteck dann pimpen, wenn es dann mal irgendwann in Angriff genommen wird und der scheiß Generator gebaut wurde. Oh. Los, den umgehen wir, Männer. Den fangen wir von hinten ab. Ja. Geile Idee so. Ich hab doch nur geile Ideen. Skipper. Private, treib mich nicht in den Wahnsinn. Ich muss mich konzentrieren. Wechsel deine Windeln, die stinkt schon. Ei, ei, Skipper. Los. Wir kriechen jetzt hinten über die Steine. Und dann schießen wir ihm den Schädel weg. So ist der Plan, Sir. Kowalski, ich sehe, wir verstehen uns. Alter! Oh, meine Fresse! Granate geworfen, weg hier, Männer! Scheiße, ich hab mich verdrückt. Oh, Mann! Ich mich erschrocken! Alter, was soll diese scheiß Granaten überall, diese Minen überall? Skipper! Es ist zum Kotzen. Ich habe keine Schilder gesehen. Ich auch nicht, Kowalski. Es kotzt mich an. Meine Herren. Aber zum Glück sind wir nicht so schwer verletzt. Alter Schwede. Was? Ah, jetzt. Oh, hab ich mich erschrocken. So, ja. Wieso stehen ja keine Schilder? Da wandert man lang. Sonntagsausflug. Da werden einem die Knochen abgerissen. Ich habe die Schnauze voll. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht wieder in die nächste latschen. Ich habe hier kein Vertrauen mehr zu dieser scheiß Gegend. Dreckspampa. Vollidioten. Überall den Müll liegen lassen. Skipper, wir müssen aufpassen. Sowas lockt Haie an. Ich verstehe dich nicht, Kowalski. Was bedeutet das? Sprich. Naja, es lockt halt Leute an, die von Geräuschen angezogen werden. Und so eine Mine ist eine immer ein... Leck mich doch am Arsch.